Heute geht es um Pirsch oder Ansitz. Wie gehe ich vor? Was ist mein Favorit davon? Und wo liegt eigentlich der Unterschied? Und was ist das überhaupt? Vorab, ich habe mir hier ein paar Notizen gemacht und möchte gleich zu Beginn sagen, dass es hier um die Pirsch und um den Ansitz für die Wildlife-Fotografie geht, nicht für die Jagd. Ich habe von der Jagd keine Ahnung, ich möchte dazu nichts beschreiben oder erklären. Und wenn du auf der Suche nach Pirsch und Ansitz für Jagd bist, bist du hier wahrscheinlich falsch. Ob sich da Dinge ähneln, ich schätze ja, ich weiß es aber nicht. Daher, wenn du auf der Suche nach Informationen zu Pirsch und Ansitz für die Jagd bist, am besten weiterklicken, nächstes Video Jagd mit eingeben und dann wirst du fündig. Also hier geht es rein um die Wildtierfotografie und dem wollen wir uns mal widmen. Pirsch oder Ansitz ist ja eine häufig gestellte Frage. Was macht mehr Sinn? Was ist was eigentlich? Und wo sind die Vor- und die Nachteile? Fangen wir mal an bei Ansitz. Also Ansitz bedeutet, ich setze mich irgendwo hin, geplant, gezielt, meistens auch getarnt, ob mit Tarnzelt, mit Überwurf, hinter Gebüschen, Klamotten, Camouflage etc. Das sei dahingestellt, aber das ist der Ansitz. Also ich sitze irgendwo wirklich und warte. Und die zweite Variante ist die Pirsch. Das heißt, im Grunde gehe ich eigentlich spazieren und suche Tiere. Ob das vorher nun geplant ist, dass ich weiß, wo welche Tiere sind, oder ich einfach losgehe und die Tiere fotografiere, die ich sehe, spielt da keine Rolle. Auf jeden Fall ist es nicht versteckt und nicht sitzend. Ich zum Beispiel bin eher der Typ, der gerne pirscht. Ansitz ist eher nicht so meins. Und wie ich pirsch, das möchte ich dir jetzt einmal in einem Video zeigen. Wenn ich pirsche, mache ich das in der Regel so, dass ich einfach meine Kamera schnappe, spazieren gehe und ja ungefähr weiß, wo welche Tiere sind, was Reh, Fuchs und Co. angeht. Und ja, dann gehe ich spazieren und zwar sehr vorsichtig, leise zu bestimmten Zeiten. Und dann, wie man hier im Video sehen kann, sobald ich dann ein Tier entdecke, hier vorne sind es jetzt zwei Rehe, Mama mit Kids, dann werde ich langsamer, gehe in die Hocke und gehe dann ganz, ganz langsam nach vorn. Was man hier im Video aussieht, ich drehe mich auch immer wieder um, auch gleich, wenn ich ein Stück nach vorne gehe, schaue ich nochmal rechts um die Ecke, denn ja, Rehe hat man immer mal, aber es kann ja auch sein, dass irgendwo mal noch ein Fuchs raus oder um die Ecke kommt und deshalb schaue ich mich immer noch mal um. Ja, jetzt bin ich hier in der Hocke, mache meine ersten Bilder und hier war das jetzt, die GoPro zeigt was anderes, aber es war sehr, sehr dunkel noch. Das heißt, diese Bilder sind auch nicht wirklich was geworden. Ich war bei ISO 25.000 nur, weil ich es als Limit gesetzt habe, wahrscheinlich wäre ich noch deutlich höher gewesen. Ja, und jetzt mache ich meine ersten Bilder und wenn ich der Meinung bin, okay, ich habe ein paar Bilder im Kasten, dann wage ich mich noch mal ein Stück weiter vor. Hier war jetzt auch der Vorteil, dass die Rehe von meiner Sicht aus links hinterm Gebüsch so ein bisschen verschwunden sind. Das heißt, ich hatte einen Sichtschutz wieder zum Tier und konnte mich dann ein Stück fortbewegen. Hier auch noch mal das Gleiche, wie gesagt, ich drehe mich noch mal um, schaue noch mal, ob irgendwo was rauskommt, aber auch, ob Spaziergänger kommen oder so. Das ist ja alles wichtig. Ich weiß nicht, ob man es in diesem Video sieht, aber nachher kommt noch ein Fahrradfahrer zum Beispiel. Und dem möchte ich auch nicht einfach im Weg laufen. Ja, jetzt begebe ich mich ein bisschen nach vorne. Schaue, wie gesagt, rechts nochmal um die Ecke in den Weg. Da sitzt ab und an ein Hase, es könnte ein Fuchs rauslaufen und so weiter. Oder ein weiteres Reh stehen. Und das will ich A nicht verscheuchen und B habe ich da vielleicht noch ein Fotomotiv. So, jetzt bin ich noch besser versteckt hinter dem kleinen Gebüsch und mache weitere Fotos von den beiden Rehen. Ja, so ungefähr sieht das dann aus, wenn ich auf der Pirsch bin. Ich mag diese Begriffe eigentlich alle nicht, weil sie ja eher zur Jagd gehören irgendwie als zur Fotografie, aber man nennt es nun mal Pirsch und Ansitz. So bin ich auf jeden Fall unterwegs. Ich gehe eigentlich einfach nur spazieren und das aber sehr aufmerksam, sehr leise, sehr vorsichtig. Und so sind 80-90% meiner Bilder auch entstanden bisher. Ansitz gehört halt nicht zu meinen Stärken. Ja, wie du siehst, ist es wirklich bei mir eher ein Spazierengehen, ein gemütliches, entspanntes Spazierengehen.
Und ich habe meine Kamera dabei, ich bin nicht auffällig angezogen, ich gehe vorsichtig durch die Natur. Zu bestimmten Zeiten natürlich, morgens, abends, und ich weiß auch, wo ich gucken muss. So. Und so mache ich gerne meine Bilder. Ansitz ist mir immer so ein bisschen, ja, zu, weiß ich nicht. Wenn ich in die Natur gehe, dann möchte ich halt auch unterwegs sein, möchte die Natur ein bisschen erleben. Und wenn ich zum Beispiel im Tarnzelt sitze und den Eisvogel fotografiere, dann erlebe ich nicht so viel Natur. Natürlich kann ich beobachten, dann bin ich am See, dann sehe ich viele Wassertiere, also Wasservögel etc. Aber für mich ist das Erleben doch schon mehr so ein bisschen mittendrin sein, also durch die Gegend gehen. Andererseits ist es beim Ansitz natürlich auch so, ich habe das damals beim Fuchs gemacht, allerdings ohne irgendein Zelt oder sowas. Ich habe mich einfach in die Treckerspur gelegt, war ein bisschen mit Tarnnetzen getarnt. Ist das natürlich auch ein Mittendrin sein und ein ganz tolles Gefühl, wenn man dann eben nicht entdeckt wird. Aber das ist ja bei der Pirsch ähnlich, wenn ich spazieren gehe und versuche, dass die Tiere mich nicht mitbekommen und mich dann ducke, in die Hocke gehe, hinterm Busch verstecke, ist es eigentlich das gleiche Gefühl. Ich möchte jetzt trotzdem noch einmal darauf zu sprechen kommen, was ist eigentlich Pro und Contra, Ansitz und Pirsch. Und ich habe mir dazu eben ein paar Notizen gemacht, weil ich das sonst wieder vergesse wahrscheinlich. Fangen wir mit Ansitz an. Beim Ansitz ist es so, dass man entspannt verweilen kann. Also ich habe das ja geplant, ich fahre dahin, ich setze mich hin oder baue mein Zelt auf oder was auch immer und kann mich dann entspannt, also vor allen Dingen im Zelt. Wenn ich jetzt ohne Zelt unterwegs bin, ist es ein bisschen schwierig, aber im Zelt kann ich mich natürlich auch entspannt mal 5 Stunden hinsetzen. Die Frage ist nur, ob das was für dich ist. Für mich ist das nichts. Ich schaffe so eine Stunde mit viel Wohlwollen auch 2 und dann muss ich raus aus dem Zelt, muss rumlaufen. Und wenn das irgendwo ist, wo du dann Tiere verscheuchst, dann ist das natürlich fatal. Der zweite Vorteil für den Ansitz ist, dass es für Vogelfotografie eigentlich beinahe unverzichtbar ist. Es sei denn, man hat eine sehr, sehr lange Brennweite. Wenn ich überlege, der Eisvogel, ein sehr scheuer Vogel. Ich habe es ein paar Mal probiert, nur so ein bisschen mich zu tarnen, und der sieht jede Bewegung. Also da ohne Tarnzelt ist schon sehr, sehr schwierig. Kommt natürlich immer drauf an, ist der Eisvogel Menschen gewohnt oder nicht. Bei uns eher ländlich ist er es eher nicht gewohnt, kennt zwar Menschen, aber direkt neben ihm halt nicht. Und ja, da macht es dann natürlich Sinn im Tarnzelt. Und das ist bei vielen Vögeln ähnlich. Sobald man sich bewegt, sind die weg. Da ist natürlich der Vorteil beim Ansitz. Dann habe ich mir notiert, Tiere kommen, je nach Tarnung und Tier, näher an einen ran. Ja, das stimmt. Also wenn ich jetzt auf der Pirsch bin und wenig getarnt und ich gehe nur in die Hocke, dann war, glaube ich, das Nächste, was ich hatte, ein Fuchs. Also auf 30 Meter, ja, 30 Meter circa. Und ein Feldhase 10 Meter. Das waren so die nähesten Begegnungen. Als ich getarnt war, nicht mal im Tarnzelt, beim Eisvogel, saß er 2 Meter neben mir. Das ist natürlich ein Unterschied. Also wenn du richtig getarnt bist, sitzt, verweilst, dich nicht bewegst und so weiter, dann kommen die Tiere schon näher, oder die Chance ist da, dass die Tiere näher kommen. Und beim Eisvogel war es so, er war 2 Meter von mir entfernt. Und als ich mich dann irgendwann umgedreht habe zum Fotografieren, ist er weggeflogen, wollte ich gerade sagen, aber das stimmt nicht. Der war vorher weggeflogen, weil ein, boah, das weiß ich nicht mehr, so lange her, ich glaube ein Falke Bussard, ich weiß nicht, irgendein Greifvogel hat sich daneben hingesetzt. Und da war das genauso, der hat mich halt auch nicht mitbekommen, war dann 4 Meter vielleicht von mir entfernt. Aber als ich angefangen habe, mich langsam umzudrehen, weg. Und so ist es eigentlich immer bei Vögeln. Deshalb ist da eben die Ansitzvariante getarnt mit Zelt eigentlich die beste. Aber ja, Tiere kommen näher an einen ran, würde ich schon behaupten, dass das fast immer stimmt. Wenn ich jetzt ein Tarnzelt habe, ist etwas Wind und Regen kein Problem. Beim Pirschen, für dich selbst vielleicht nicht, kannst du ein paar Regenklamotten anziehen. Ich finde es mit dem Equipment immer schwierig. Ein bisschen Nieselregen ist mir auch egal, aber wenn es so richtig regnet, dann kannst du im Zelt kannst du halt sitzen, dein Equipment und du selbst, ihr bleibt trocken. Bei der Pirsch
wird es schwierig. Also ich mag ungern mit dem gesamten Equipment rausgehen. Das war es, was ich bei Ansitz an Pros habe. Und eben das, was bei Ansitz Pro ist, ist bei Pirsch Contra und andersrum. Kommen wir also zur Pirsch. Ich habe es ja schon gesagt, ich bin eher Variante Pirsch, weil ich mich eben frei bewegen kann und so und nicht so der geduldige Mensch bin. Und ich habe jetzt hier nochmal ein paar Pros aufgeschrieben, die eben voll das widerspiegeln, was ich empfinde. Kein langes Sitzen und Warten, sondern entspanntes Spazierengehen. Deshalb bin ich in der Natur, deshalb fotografiere ich Wildtiere. Ich bin halt gerne in der Natur unterwegs. Und wenn ich ansitze, ich kenne Geschichten und ich finde das ja auch, ich habe da Respekt vor, ich finde das super, dass Leute 8-10 Stunden in einem Zelt sitzen und auf Tiere warten. Nein, niemals. Ich könnte das einfach nicht. Aber das ist von Typ zu Typ unterschiedlich. Meins ist es nicht, deshalb bin ich, wie gesagt, eher Variante Pirsch. Dann habe ich mir notiert, das habe ich aber eben eigentlich schon mit erwähnt, Natur genießen. Mir geht es darum. Ich bin ja auch jemand, der nur in der Natur Tiere fotografiert. Ich gehe nicht in einen Zoo, nicht in einen Wildpark, nicht mal in einen Stadtpark, also wirklich raus in die Natur. Und ja, ein Stadtpark gehört zur Natur, das ist mir auch klar. Aber ländliche Natur nenne ich es mal. Ich möchte halt rausgehen, ich möchte was sehen. Und ich möchte zum Beispiel, habe ich schon ganz oft erlebt, wie sich Rehe halt verhalten, wenn sie nicht beobachtet sind. Dass die auch Spaß haben, dass die rumspringen und so weiter. Und ich finde, das sieht man, dieses natürliche Verhalten, so empfinde ich, sieht man halt nur in der Natur. Das kann ich nicht im Wildpark sehen oder sonstiges. Und deshalb, ich genieße das einfach. Und ja, das kann man sicherlich auch beim Ansitz erleben. Aber ich möchte unterwegs sein, Natur wahrnehmen, genießen etc. Dann habe ich mir notiert, vielfältige Möglichkeiten, Tiere zu sehen und nicht an einen Ort gebunden. Achso, das waren zwei Punkte, aber ist okay. Vielfältige Möglichkeiten, Tiere zu sehen, habe ich eben schon so ein bisschen gesagt. Auch das normale Verhalten zu sehen und nicht an einen Ort gebunden, das ist, finde ich, sehr wichtig. Also wenn ich dann merke, nach einer Stunde oder was, da ist nichts, wird das mit einem Ansitz komplett, also mit einem Tarnzelt etc., sehr schwer, das zu verlassen, leise und einfach ein bisschen weiter zu gehen. Das ist schwierig. Bei der Pirsch ist das kein Problem, du bist ja eh die ganze Zeit leise, vielleicht ein bisschen getarnt, das ist jedem selbst überlassen. Ich gehe bei der Pirsch eigentlich immer ungetarnt, ziehe mir nur Handschuhe an und eine Mütze auf und so und die Jacke weit hoch, dann ist weitestgehend mein Gesicht verdeckt und auch die Hände verdeckt. Ich glaube, dass das so die wichtigsten Punkte sind aus der Erfahrung. Das ist das, was die Tiere relativ schnell wahrnehmen. Neben deiner Struktur natürlich, also immer Struktur verändern, indem du runtergehst und Kamera vors Gesicht und dann, ja, ich werde selten entdeckt oder beziehungsweise nicht so entdeckt, dass ich als Gefahr wahrgenommen werde. Ja, und dann habe ich nur noch einen Punkt. Und das ist, auf spontane Situationen kann man besser reagieren. Ja, schließt fast an das davor an, dass man vielfältige Möglichkeiten hat, Tiere zu sehen. Und wenn jetzt spontan was passiert, ich sitze im Tarnzelt, möchte den Fuchs fotografieren und rechts von mir kämpfen zwei Bussarde. Ja, dann habe ich vielleicht in meinem Tarnzelt auch die Möglichkeit, da mit dem Objektiv rauszugehen, aber da haben wir wieder das Thema, wie wachsam die Tiere sind. Wenn ich jetzt mein Objektiv hier wegnehme, da rein tue, aus der Öffnung raus, sind die beiden Bussarde weg. Also das ist ganz, ganz schwierig. Bin ich jetzt auf der Pirsch, bin in der Hocke und hinter einem Busch versteckt, habe ich größere Chancen, mich mit der Kleindrehung nur zu den Bussarden zu drehen und eben ein paar Fotos zu machen. So meine Erfahrung. Das mag anders sein, wenn du da andere Erfahrungen gemacht hast, lass es mich gerne wissen. Das war mein Beitrag zu Ansitz oder Pirsch. Ich bin Variante Pirsch. Welche Variante bist du?